Herzlich willkommen zurück bei unserer kleinen Korbleger-Serie. Wir machen heute weiter mit dem Korbleger rechts, mit der richtigen Basketball-Schrittfolge. Wenn ihr das erste Video zur Einführung Korbleger noch nicht gesehen habt, dann guckt euch erst das an und macht dann mit diesem Video weiter. Wir starten jetzt an unserer ersten Markierung, machen noch einen Schritt nach hinten und stellen da eine weitere Markierung hin. Dann stellen wir uns wieder einen Schritt nach hinten und von da starten wir dann immer. Jetzt nehmen wir noch einen Dribbling dazu und machen den gleichen Korbleger wie vorher. Das müssen wir machen, damit wir im Basketball keinen Schrittfehler machen. Wir legen den Ball wieder oben ans Brett und wir machen das Dribbling gleichzeitig mit dem linken Fuß. Das heißt, linker Fuß auf dem Boden, gleichzeitig dribbeln, Ball wieder oben an die Kante des Rechtecks auf dem Brett. Und einfach wieder 10 Versuche, so viele Treffen wie möglich und immer weiter probieren. Das ist auch eine Übung, die ihr sehr gut immer weiter machen könnt. Da gibt es kein Limit, wie oft ihr das machen könnt, so oft wie ihr wollt. Viel Spaß dabei!